Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente. Wir spielen Stories The Path of Destinies und versuchen uns gerade daran, das Spiel durchzuspielen, also so richtig durchzuspielen, also nicht nur durchzuspielen, sondern so richtig durchzuspielen halt. Ja, und wir haben jetzt gerade Zenobia mehr oder weniger davon überzeugen können, dass ihr Vater der Böse ist. Und jetzt müssen wir überlegen, verraten wir ihr, wo der geheime Stützpunkt liegt oder nicht. Und ich sage, das machen wir. He'd done it. He'd made Zenobia see how evil her father really was. He wished she didn't feel this urge to join in the rebellion. After all, he'd taken care of the Emperor, right? Yeah, but she'd always been conscientious like that. She told him she had to go somewhere first. So Renato gave her the location of the secret base and they agreed to meet in the ruins. He had a very good feeling about this. Jetzt habe ich das nicht mehr. Ich dachte, er würde mit ihr zusammen dahin gehen. What had Zenobia gone off to do? What was more important than meeting the Rebel Council? Had he made a mistake, sending her to the ruins? No. He knew they could trust each other. He could trust her because she never broke her word. And she could trust him because she could see right through him. Well, she'd probably be there well before him. She at least didn't have to fight her way through rainstorms of ravens. Tja, dann ist natürlich nur die Frage, ob sie jetzt versucht, Lapino den Stein wegzunehmen und sie sich mit ihrem Vater umbringt oder so. Das könnte natürlich noch passieren. Das war zumindest ja der Ansatz der letzten Geschichte wie dieser Art. Ganz kurz übrigens fällt mir noch ein, ich hoffe, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, aber das werde ich jetzt gemeinsam mit euch herausfinden. Es fällt mir noch eine Sache ein, die mir am Ende der letzten Folge auffiel, über die ich mit euch reden will. Oh shit, Moment. Kurz konzentrieren. Das sah ganz gut aus. Sehr schön. Okay. He missed her. Not Zenobia. Hypatia. The kid's mother. Renato had never thought he'd date a librarian. He'd always figured himself for the barmaid type. But then, he'd never figured the library of Ubar would have comic books, or that Hypatia would know anything about them. He missed her. Interessant, jetzt erfahren wir was über die Mutter des Kindes, das wir ganz, ganz am Anfang des Let's Plays kennengelernt haben, das eigentlich der Auslöser für all das hier ist. Interessant. Ja, was ich eigentlich erzählen wollte. Am Ende der letzten Folge ist mir nämlich wieder mal aufgefallen, dass die letzte Folge nur ungefähr 13 Minuten hatte. Ich weiß nicht, ob ich genau drauf gucke, ich meine 13 Minuten waren es. Und auch die erste Folge dieser Aufnahme hat so circa 13 Minuten gehabt. Was natürlich nicht so die nur perfekte Let's Play-Länge ist. Normalerweise versuche ich ja immer, euch zwischen 15 und 20 Minuten Gameplay zu liefern. Aber gerade bei Stories lege ich einen gesteigerten Wert darauf, an einer Stelle zu cutten, wo es auch halbwegs Sinn macht. Das gelingt mir nicht immer, aber dafür immer öfter. Ich versuche also immer einen Cut an der Stelle zu setzen, wo es wo es eventuell Sinn macht und ja, deswegen ist es manchmal nicht ganz die perfekte Länge, aber dafür habe ich lieber den perfekten oder einen guten Cut als die falsche Länge. Warum liegt Lapino da? Warum ist diese Kiste hier mit Gold umrandet? Die muss ich vielleicht erstmal aufmachen. Den da weg. Habe ich. Oh, fuck. Habe ich auch. Schwertfühl. Erstmal die Goldkiste aufmachen. Geh weg. As he came around the bend, there was Lapino. Unconscious on the side of the path. And Renato could smell a familiar, sweet, smoky scent. Who? Zenobia. It had to be. She never used a combat spell when she could use drowsy gas. That meant she had the Iblis Stone. What would it do to her? She hated her father now. She'd kill him for sure. The Council wouldn't mind if she killed the Emperor, but murdering her father would destroy her. He had to get to whatever ledge she was on and talk her down from it. Okay. Das geht natürlich wieder alles schief. Was ist hier drin? Warum ist diese Kiste so golden? Und warum schwebt die? Ah, okay. Warum ist diese Kiste so golden? Was ist hier drin, wenn... Warum? Och, Mann. Ach, shit. Auf jeden Fall geht hier gerade wieder alles den Bach runter. Ich hab's wieder verkackt. Shit. Vielleicht kann ich die Situation aber noch retten.
Wir sind ein Held. Helden geben erst auf, wenn es zu spät ist. Lovely eye? No? Helden geben erst dann auf, wenn es bereits zu spät ist. Oder wenn es der Kampf verloren ist. Deswegen, wir geben noch nicht auf. Ich habe auch nur Sorge. Das Spiel hat mich gelehrt, wie gemein Geschichtenerzähler sind. Wie brutal diese Story ist. Und deswegen, naja, ihr wisst schon. Ne? Nimmt er ihr jetzt den Iblisstein weg und besiegt den? Das wäre natürlich auch wieder super. The long stairs. So he was close to the rebel base. Nothing was on fire. So far so good. Schwertfu, Schwertfu. Puh, ha, hi. Ich will diese Geschichte jetzt weiterführen. Es ist gerade so mega spannend. Ah, ich bin so aufgeregt. Ich will wissen, was passiert. Ich will Zenobia retten. Ich will nicht, dass Zenobia stirbt. Ich will ein Happy End. Ich will jetzt endlich ein fucking Happy End. Ich habe so lange für dieses Happy End gekämpft. Everyone in the council chamber was dead. Zenobia stood shivering in the courtyard, drenched in blood. Why? He managed. They started arguing with me. I lost my temper and I wanted their blood. Well, not me. The stone did. Why did you take it from Lupino? I had a plan. You had a stupid plan, she said. I'm going to go kill my father now. No, you can't. You'll just take his place. You'll become worse than him. Get out of my way, or I'll kill you too. Och nö. Alles klar, meinte er nur und ging aus dem Weg. Zenobia hatte den Iblisstein. Nun war sie stark genug, den Imperator zu bezwingen. Doch der Stein würde ihre Seele verschlingen. Jeder Versuch, sie aufzuhalten, würde wahrscheinlich tödlich ausgehen. Es war wohl das Beste, sie ziehen zu lassen und abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln würden. Oder stoppe sie und den Iblisstein. Jeder Versuch, sie aufzuhalten, würde wahrscheinlich tödlich ausgehen. Aber die Gefühle, die sie für ihn hegte, mussten doch etwas bedeuten. Oder etwa nicht? Er musste es einfach versuchen. Ja. Ja. You won't kill me, he said. And I won't let you kill the Emperor. Enraged, she raised the sword. You hate him too? He could sense the Iblisstone, yearning for his death. But she didn't strike. If you kill him, he'll destroy you. I know you. Shut up! She shouted, her sword trembling. I won't lose you again. Not for anything. Get away from me, he said, and he was very close. I can't lose you again. And he was in reach of her sword now. I hate him! I hate you too! I love you, he said for the very first time. And then she was weeping. He was holding her. The sword had dropped from her hand. He glanced at the Iblisstone. It was no longer the black of the void. It looked like coal. No. It glowed. Like a cinder. It was crackling, burning, crumbling into ashes. You've always loved me, haven't you? She said. She was weak. The stone had taken so much from her. Always, he said. She staggered as he helped her up. Let me take you away. Where? The island of Avalon. The sisters will heal you. He'll follow us. Then we need the Farfarer, the fastest ship in the Empire. Ich bin ein bisschen glücklich gerade. Ach, ist das schön. Bitte, bitte, liebes Spiel, nimm mir dieses Happy End nicht weg. Bitte, bitte, liebes Spiel, nimm mir dieses Happy End nicht weg. Schnüff, ich habe gerade eine Träne im Auge. Oh, so schön. Ah. The Empire had seized his ship. They'd have to take it back. Natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Oh, bitte, liebes Spiel. Bitte, bitte, liebes Spiel. Mach, dass es ein Happy End gibt. Ich will jetzt nicht, dass Ronaldo am Ende stirbt für sie oder so ein Scheiß. Ich will ein richtig schönes Happy End jetzt. Das habe ich mir so hart erkämpft in diesem Spiel. Oh.
Ah. Und das habe ich jetzt auch verdient. The back door to the portal that went to the center of the fleet. Ah. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht wieder an irgendeinem Bug verrecken. Flip. Da kommt das Schiff. Juhu. Ich glaube, das war das, was letztes Mal nicht gespawnt hat. Kann das sein? War das das? Oh, ich hab so... it was. His beautiful skycraft, the Farfarer. They would fare very far indeed. Beyond the Empire, beyond the reach of the Empire, to the mystical island of Avalon. He didn't know exactly where it was, but he knew he could find it. And they would find peace there. Second star on the right, and straight on till morning, laughed Zenobia. And they laughed together for the first time in a long time. Hier ist wieder so ein Goldglitter um die Schatztruhe. Aber scheinbar habe ich den bisher nur immer übersehen. Dieses Spiel baut gerade viel zu sehr Stimmung für ein Happy End auf, als dass man das kriegen würde. Das ist das Einzige, was mir Sorgen macht. Das hat das Spiel schon so oft mit mir gemacht, dass ich dem Spiel nicht mehr vertraue. Ah, ich kann doch nur einen von euch blocken, ihr Idioten. Geht weg. Nichts und niemand wird zwischen mir und Zenobia stehen. Das habe ich mir so hart erkämpft, dass ich jetzt ein richtiges, vernünftiges fucking Happy End kriege und wehe, dieses böse, gemeine, bösartige Spiel nimmt mir mein Happy End. Ich will ein Happy End. So. Wurm, wurm. Ja, ja, Flambe, die Flambe, die Flambe. Geht mir alle aus den Augen. Hm? Ist der Einzige, der noch lebt? Das ist natürlich nicht so interessant dann, ne? Aber jetzt. Finalkapitel. Also Finalkapitel. Hä? Müsste da nicht ein... Okay. Normalerweise ist da so ein Ranzi-Glubbelbubbel. Aber diesmal ist da kein Ranzi-Glubbelbubbel, sondern eine Schwebeplattform. Okay, Schwebeplattform it is. Zimpel die Zampel die Zampel zum. Und Schwert, puh, ihr seid alle am Sack. Oh fuck. Da habe ich mega viele eingefroren, um das Schwertfuh, das ich verloren habe, an dem einen Explosionsvogel wieder auszugleichen. Ah. Oh Gott, wie viel Schaden wir schon haben. Ich will jetzt nicht nein. Ich hasse diese Explosionsviecher. Ja, das muss ja jetzt an der Stelle auch nochmal schwer sein, ich weiß. Aber diese Explosionsviecher sind so ätzend mit ihrem blöden, schweren Timing. Wenn man die halt einmal haut, dann fallen sie hin und fangen an zu explodieren. Wenn man sich dann, wenn man sie dann nicht nochmal anguckt, dann explodieren sie manchmal ganz schnell und manchmal nicht. Es ist total komisch. So, können wir erstmal ein bisschen aufräumen. Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht... Da ist es nämlich schon passiert, dass wir so einen Flammendude dazwischen haben. Da sind wieder Flammendudes dazwischen, die machen wir mal weg. Da ist noch einer. Der war nicht ohne, der Kampf. But they did not go unnoticed. Scout ships lifted off, and the long lance of the Imperial flagship. Renato turned downwind to gain speed. The Raven ships could pursue, but they couldn't close.
The fire speaker croaked. You return her and live. Go sacrifice yourself, yelled Renardo. Then you won't have her either. On the flagship, the Emperor was readying some arcane weapon. It couldn't be. It was the core. A devastating beam lanced out of the flagship. Renardo zigzagged wildly to keep the Farfair out of it. Now the Raven scout ships were closing the distance. And the beam was getting closer too. Then came a blinding flash. And the air was searingly hot all around him. There was a thunderous, deafening roar. He could smell burnt oak and burnt feathers and burnt flesh. But when he could hear and see again, they were alive and unhurt. And they were alone in the sky. Zenobia embraced him. They had done it. Through luck and through love, they had won the war. Avalon, here we come, he said as he held her arms wide in the prow of the boat and let her feel its speed. Maybe the real Avalon is wherever we're together, she said. And so, after a bit of an argument, Renardo and Zenobia went to one of the two Avalons. The one shrouded in mists, or the one in their hearts. But which one they went to, I'll never tell. He'd done it. He'd forged his own destiny. Well, he hadn't actually done it. But he knew what he would do. Renardo smiled at the book. He practically wanted to kiss it. The kid's sacrifice hadn't been in vain. He'd saved the book and saved the world. Renardo owed him and his mother so much. Renardo lowered the mainsail and let the Farfarer shoot forward in the breeze. Second star to the right and straight on till morning. This time, he would win. Liebe Leute, genießt ein bisschen die Credits und den geilen Soundtrack. Ich melde mich nach dem Soundtrack und den Credits nochmal bei euch mit einem Fazit. Bis gleich. Thank you.
Wahrheitsfinder freigeschaltet. Der Wahrheitsfinder wird dir helfen, die Pfade zur Wahrheit zu finden, die du noch nicht entdeckt hast. Schau dich nach diesem Symbol um und so weiter und so weiter. Diese Option kann nur im Optionsmenü während des Spielens ausgelöst werden. Okay. Wir gehen jetzt noch nicht auf Spiel fortsetzen, weil dann fängt das Intro wieder an. Wir gehen mal hier auf diesen Screen. Ich will mal die Statue da rechts sehen. Heldenpfad abgeschlossen. Da kann ich mir aber nichts zu anzeigen lassen. Schade, eine eigene Geschichte mit was für ein Held bist du, gibt es leider auch nicht. Das hätte ich schön gefunden, wenn es dann hier nochmal die Option gegeben hätte, sich diese Geschichte anzuzeigen. Aber wir haben eine Reynardo-Statue freigeschaltet. Eine sehr, sehr epische Reynardo-Statue, wenn man mich übrigens fragt. Sehr nice. Ja, liebe Leute, das war das richtige Ende, sag ich mal, zu Stories The Path of Destinies und ich bin geflasht. Ich sag's euch, wie es ist, ich bin geflasht. Ich habe so hart für dieses Ende gekämpft. Ich weiß nicht, ob das dieses Ende dieselbe Intensität an sich hätte, wenn man das Spiel, ich sag mal, wenn das Spiel nicht so kurz wäre, wie es an sich ist zum Durchspielen, also für einen Run, eine Geschichte braucht man, ich sag mal, Pi mal Daumen, je nachdem, was man noch an Nebenfaden suchen muss und was man schon gefunden hat, so zwischen einer und anderthalb Stunden. Und ich habe ja letzten Endes jetzt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal durchgespielt, bevor ich das finale Ende mir angeguckt habe. Sagen wir mal, das Spiel würde nicht anderthalb Stunden zum Durchspielen dauern, sondern das Spiel würde 5 oder 6 Stunden zum Durchspielen dauern und dann käme man zu diesem Ende. Dadurch, dass ich so oft bei erfolgsversprechenden Geschichten gescheitert bin, fühlt sich für mich das Ende sehr viel wichtiger und wertiger an, als es das, glaube ich, sonst hätte. Dadurch, dass ich es immer und immer wieder versuchen musste und immer erst auch die Wahrheiten freischalten musste, dadurch, dass ich immer wieder mit verschiedensten Varianten gescheitert bin, also dass ich erst herausfinden musste, dass der blöde Hasenverräter ist, dass ich den blöden Iblisstein als dunkle Macht erkennen musste und so weiter, dass ich immer wieder Geschichten hatte, wo es die ersten, ich sag mal, 3, 4 Story-Entscheidungen gut aussah und dann am Ende doch nicht klappte und ich jedes Mal wieder dachte, nein, nicht schon wieder ein Bad Ending, ah, wie kannst du mir das antun? Dafür bin ich dem Spiel jetzt sehr dankbar, wenn dadurch fühlt sich der Erfolg, den man am Ende wenn man durchspielt, erreicht, irgendwie noch viel geiler an. Weil man das ganze Wissen aus diesen vorherigen Runs ja alles braucht. Man braucht ja alle 4 Wahrheiten, um das Spiel durchzuspielen. Mehr oder weniger jedenfalls. Ich denke, auch wenn man nicht alle 4 Wahrheiten hat, kann man niemals alle Story-Optionen, die man unterwegs jetzt hätte wählen müssen, wählen. Und weil man so oft kurz vorm Ziel auf einmal feststellte, dass alles, was man gut gemacht hatte, auf einmal schlecht wurde. Zum Beispiel hatten wir ja dieses Ende hier, die Rückkehr des Hippies. Das fand ich auch sehr gelungen, wo man den Iblisstein findet, dann bereinigt und dann aber feststellt, man braucht noch mehr als nur die Bereinigung und dann letzten Endes so friedlich wird, dass einen die Raben einfach umbringen. Das sieht ja eine ganze Zeit lang total gut aus und man denkt, ja, jetzt habe ich es geschafft, oh, jetzt spiele ich es durch. Und dann auf einmal kommt da so auf den letzten Metern wird es auf einmal eine schlechte Geschichte. Man ist so oft gescheitert, dass dieses Ende einfach sich so geil anfühlt. Ich bin so happy. Es ist keine... Die Endgeschichte an sich ist keine überragend tolle Geschichte, wenn man sie so liest, wenn man sie halt gleich von Anfang an zur Verfügung hätte. Es ist keine Geschichte, wo man sagen würde, oh, die macht jetzt irgendwas mega neu oder das ist irgendwie anders als in allen anderen Geschichten, die ich je gespielt habe oder gesehen habe. Aber die Endgeschichte, nachdem man so hart und so lange dafür gearbeitet hat in Form dieser einzelnen Wahrheiten, ist dann einfach wirklich genial. Und dann fühlt sich so toll an, weil man genau weiß, dass man für jedes kleine Puzzlestück gearbeitet hat. Diejenigen, die das Let's Play die ganze Zeit verfolgt haben, werden wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl haben wie ich bei dieser Story. Man ist so froh, dass man es endlich irgendwie schafft, ein positives Ende sowohl für Zenobia und Reynardo zu finden. Man ist auch ganz happy, noch ein bisschen was über die Hintergrundgeschichte zu erfahren, also über die Mutter von dem Kind. Ach, das ist einfach toll. Ich kann Stories The Path of Destiny echt nur als einen der besten Titel, den ich 2016 gefunden und gespielt habe, weiterempfehlen. Es hat so... Ja, es hat ein paar kleine Schwächen, aber das sind alles so Abzüge in der B-Note. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, es gibt so ein ganz paar kleine Glitches und Bugs, die wir gefunden haben, aber das lässt sich an einer Hand abzählen.
Und das sind auch alles Sachen, die für mich das Spiel nicht gebrochen haben, also die das Spiel nicht so schlecht gemacht haben, dass der Bug das Spiel vernichtet hat. Selbst wenn es einen ganzen Run versaut hätte, dann wäre das halt ein Run von einer Stunde, den man schnell nochmal wiederholen kann. Das hat also diese Bugs, die wir gefunden haben, für mich persönlich sind die überhaupt kein Problem und die stören mich auch nicht weiter. Das Einzige, was mich persönlich ein bisschen gestört hat, und vielleicht hat man das auch in der einen oder anderen Aufnahme am Ende gemerkt, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Antrieb gehabt, Sachen zu finden. Die Schwerter könnten gerne noch ein Upgrade mehr haben. Auch die Juwelen, die man findet, könnten vielleicht noch ein Upgrade mehr haben, dass man einfach noch ein bisschen mehr Motivation hat, diese anderen Geschichten alle freizuschalten, außer den Geschichten selber. Die Geschichten selber sind Belohnungen für sich, sind eine große Belohnung, sind eine gute Belohnung. Aber man rusht halt doch ein bisschen durch, weil sie ja doch bewusst natürlich einen gewissen, im Kern, eine gewisse Ähnlichkeit haben. Also ob ich jetzt diese Geschichte zum Imbissstein spiele oder diese, die ein oder andere Story-Entscheidung auf dem Weg bleibt ja gleich. Ich kann hier mal reingucken. Hier haben wir Finde das Juwel, finde den Kern. Hier haben wir auch Finde das Juwel, finde den Kern. Und hier haben wir, okay, hier haben wir andere Pfade gewählt, aber hier finde das Juwel, finde den Kern. Also da sind die ersten zwei Teile der Geschichte ja identisch. Und das merkt man dann schon, wenn man mehrere Geschichten gespielt hat, dass man dann hin und wieder an Punkte kommt, wo es sich doch ein klitzekleines bisschen wiederholt. Aber auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das ist schlimm. Aber wie gesagt, ich hätte gerne noch ein bisschen länger Motivation gehabt, Schwerter zu finden oder Juwelen oder sowas. Einfach um die Geschichten noch ein bisschen länger zu unterfüttern mit Gameplay-Element. Das ist aber auch so die einzige wirkliche Kritik, die ich am Spiel habe. Alles andere ist für mich bravissimo. Ich habe schon mal gesehen, die Atmosphäre, die das Spiel vermittelt. Also über eine sehr schöne musikalische Untermalung, fangen wir da mal an, über einen super gecasteten Sprecher, Erzähler, über einen noch viel besseren Storywriter, der diese Geschichte dem Sprecher auch auf den Leib geschnitten hat oder umgekehrt, über eine super flüssig und nett erzählte Geschichte, die sich selbst als Medium die auch das Medium-Spiel an sich ganz wunderbar auf die Schippe nimmt. Und ja, es trifft nicht, wenn ich sage, es nicht ernst nimmt, sondern mit dem Medium-Spiel als Medienform so wunderbar spielt. Die Tatsache, dass Aktionen, die ich im Spiel ausführe, auf einmal Teil der Geschichte sind. Also ich zerhacke irgendwelche Krüge und der Erzähler erzählt auf einmal statt der reinen Story, die er erzählen soll, auch noch, dass Renardo die Superman-Comics mal da drin gefunden hat und dass er deswegen jetzt weiter Töpfe zerschlägt. Und man weiß genau, das bezieht sich auf die Aktion, die ich gerade im Spiel mache. Dass ich also auch auf diese Art und Weise noch eingreife in die Geschichte, das ist einfach so clever und gut und ja, juhu und ach, das ist einfach toll. Also Präsentation 10 von 10 Punkten, 11 von 10 Punkten, ach, 12 von 10 Punkten, egal. Kann man kaum besser machen in diesem Spiel. Vielleicht mit der einzigen Einschränkung, dass das nicht jedermanns Sache ist. Man muss ein bisschen sich drauf einlassen können. Man muss sich auf die Erzählung einlassen, den Erzählstil einlassen. Man muss sich auf die Tatsache, dass es so eine Fabelwelt ist, einlassen können. Und ja, es ist eben eine Geschichte, die nicht nur über Grafik und Sound erzählt wird, wie das bei vielen AAA-Titeln heute sehr viel passiert, sondern es ist eben eine Geschichte, die auch von Kleinigkeiten und auch ein bisschen von der eigenen Vorstellungskraft des Zuschauers oder Spielers lebt. Das ist so der einzige Wermutstropfen dran, aber für mich war das überhaupt kein Problem. Ich hoffe für euch als Zuschauer auch nicht. Für diejenigen, die sich auf die Story einlassen können, ist das eine brillant gemachte Präsentation des Spiels. Zum Thema Gameplay kann ich nur sagen, das könnt ihr natürlich nur nachempfinden, wenn ihr es selber probiert. Spielt sich super flüssig, geht super flüssig von der Hand. Alles, was man an Moves, an Sachen im Spiel kriegt, fühlt sich einfach genauso an, wie es sich anfühlen muss. Und wahrscheinlich auch, wie es sich schon beim Zuschauen anfühlt. Also das Feedback ist einfach richtig. Das Spiel fühlt sich einfach genau richtig an. Genau die Abfrage, wann was passiert, wann wie schnell was geht, wie flüssig auch der auf Eingaben reagiert wird, das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Da kann ich echt nichts meckern. An der Ebene, wie gesagt, würde ich lediglich nochmal erwähnen, dass dem Gameplay zumindest auf der Ausbesserungsebene so im Gesamtvergleich zu der Geschichte ein bisschen die Luft ausgeht. Ich hätte mir vielleicht etwas mehr Optionen noch bei den Level-Ups, bei den Schwertern, bei den Juwelen gewünscht, aber das ist, wie gesagt, so eine Kleinigkeit, ne? Also auch nichts Schlimmes.
Ja, also insofern, ich bin jetzt, denke ich, mit. Für mich hat das Spiel einen wunderschönen Abschluss. Ich bin zwar interessiert, wie alle anderen Geschichten, die ich jetzt hier noch nicht gefunden habe, aussehen, aber ich glaube tatsächlich, die Motivation, die alle zu spielen, habe ich aktuell an diesem Moment nicht. Ich glaube schon, dass ich zu Stories mal zurückkehren werde in, keine Ahnung, 2 Monaten vielleicht oder einem Monat und einfach mal irgendwann mich hinsetze eine Stunde lang und einfach eine andere Geschichte spiele und sage, hey, ich habe heute Lust, mir mal wieder eine neue Geschichte bei Stories freizuspielen, welche will ich mir denn mal angucken und dann nehme ich, gehe ich mit dem Wahrheitsfinder auf die Suche nach zum Beispiel dieser Geschichte 10 oder was weiß ich, ist egal. Ich glaube schon, dass das passieren wird, aber nicht jetzt direkt so, nachdem ich dieses Ende gespielt habe. Das muss ich innerlich ein bisschen verarbeiten. Ihr kennt das bei mir auch, gerade so storyintensive Geschichten und Spiele nehme ich immer sehr auf und sauge sie in mich auf. Und das muss ich bei Stories jetzt, glaube ich, noch ein bisschen rotieren lassen, ein bisschen verkraften, was da alles passiert ist, ein bisschen damit arbeiten, was da passiert ist. Das, ja, das muss ich einfach noch. Und wie gesagt, dann komme ich vielleicht in einem Monat mal wieder und spiele für mich privat noch 1, 2 von den Geschichten. Wenn ihr Interesse daran habt, dass ich das dann aufnehme, auf jeden Fall, lasst mich das auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, dann mache ich das gerne. Ansonsten mache ich das für mich privat und kümmere mich um andere Projekte mit euch. So, mein Fazit also, Stories the Path of Destiny ist ein brillantes Spiel. Sicherlich kein AAA-Titel, trotzdem in seiner Machart super rund, super gelungen. Und für mich definitiv eines der besten Spiele, das ich bis jetzt, also bis Juni 2016, im Jahr 2016 auch gespielt habe. Und da sind einige gute Konkurrenten auf jeden Fall dabei. Gut, und mit diesem wunderschönen Stories, The Path of Destiny's Titelbildschirm, möchte ich mich erstmal aus diesem Projekt verabschieden. Wie gesagt, wenn ihr mehr noch sehen wollt, also wenn ihr die anderen Geschichten auch noch sehen wollt, dann lasst es mich jetzt wissen. Denn dann tauche ich vielleicht in ein paar Wochen mal wieder mit 3, 4 Folgen Stories The Path of Destinies auf. Dann spielen wir gemeinsam eine Geschichte, vielleicht auch 2, und dann mache ich mal wieder eine Pause. Das wird dann so zufällig nebenbei mal passieren, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, wie sich das ergibt. Euch danke ich allen, vor allen Dingen, die ganze Zeit an der Stange geblieben sind, sehr, sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Mir hat es eine Mordslaune gemacht. Ich gönne mir jetzt 1, 2 Tage Pause und hoffe, dass dass bis dahin mein nächstes Projekt erschienen ist. Das ist ein sehr neues Projekt. Ich hoffe, dass das bis dahin klappt. Und ja, bis wir uns in einem anderen neuen Projekt wiedersehen, liebe Leute, wünsche ich euch alles, alles Gute. Ich sage ciao, ciao. Und im Sinne von Stories sage ich zunächst auf jeden Fall auch nochmal, ich bin raus.